Die Würzburger Kickers haben sich mit Fabio Kaufmann, 25, verstärkt. Er zuletzt vereinslose Flügelspieler unterzeichnete bei dem Drittligisten einen Vertrag bis zum Saisonende mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Kaufmann stand in der vergangenen Zweitligasaison beim FC Erzgebirge Aue unter Vertrag. So sind die Kickers auch auf ihn aufmerksam geworden. Beim Auswärtsspiel in Aue, 1:3, am 31. Spieltag stand Kaufmann in der Startelf der Veilchen, zog sich in dieser Partie allerdings einen Bänderriss zu und fiel für den Rest der Saison aus. Fabio ist ein echter Sportsmann, der in jedem Training Vollgas gibt, wird Kickers Vorstandschef Daniel Sauer in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Bei unserem Gastspiel in Aue hat er vergangenes Jahr seine fußballerische Klasse eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Diese Verpflichtung bietet uns weitere Möglichkeiten in der Offensive und macht uns noch flexibler. Anführungszeichen. Insgesamt bringt Kaufmann die Erfahrung von 35 Drittligaspielen für Energie Cottbus und 46 Zweitligapartien für Aalen und Aue mit an den Dallenberg. Sein ursprünglich bis 2020 datierter Kontrakt in Aue war im Sommer in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst geworden. Die Würzburger konnten ihren ersten Neuzugang im Jahr 2018 also ohne eine Ablösesumme zu bezahlen verpflichten. Trennen wollen sich die Unterfranken dagegen noch von Marvin Pleiss, Johannes Karsanidis und Dion Jupik. Die Kickers sind derzeit Tabellenzehnter. Nach 7 Siegen in Folge winkt in Münster am Freitagabend, 19 Uhr, live bei Kicker. De. Der nächste Erfolg, wobei Trainer Michael Schiele gegenüber Kickers TV betonte: Wir reden nicht viel von der Serie, ich höre das auch gar nicht groß in der Kabine. Wir wollen mit Leidenschaft in jedes Spiel gehen, eklig sein in den Zweikämpfen, unser Spiel durchdrücken. Dann werde es automatisch schwer, dass die Serie reißt. Weil Münster, auf Tabellenplatz 17 platziert, beim Debüt des neuen Cheftrainers Marco Antwerpen am vergangenen Sonntag 0:2 in Meppen verloren hat, warnte Schiele aber: Das wird eine sehr schwere Aufgabe, die wollen zu Hause unbedingt gewinnen.